Hallo und herzlich willkommen zurück zum nächsten Trade Connection Switzerland Event Video hier im Euro Truck Simulator 2. Wir stehen hier noch so, südlich von Ajaccio, nördlich von Benifaco auf Korsika und wir schauen mal, wohin die Reise von hier aus geht. Also klar, es geht in die Schweiz, das steht schon mal, das steht nicht zur Debatte. Aber die Frage ist natürlich, welche Fracht und wo geht's hin in die Schweiz? Falls wir überhaupt einen Auftrag hier bekommen. Ah, Zürich. Dann nehmen wir doch direkt den Auftrag nach Zürich. Das sind 877 Kilometer Fahrt auf Land. Dann haben wir noch 459 Kilometer Seeweg. Wir bekommen 38.276 Euro für die 21.760 Kilogramm Ethan, die wir dann von Hüland nach NS Oil fahren. Nehmen wir den Auftrag mal an. Dann fahren wir auch mal ein bisschen mehr durch die Schweiz jetzt durch. Wahrscheinlich müssen wir nochmal unterwegs uns aufs Ohr hauen. Also jetzt noch nicht, aber wenn wir dann auf dem Festland wieder sind. Da bin ich mir schon sehr sicher. Ist auch sehr schön, dass wir wieder schönes Wetter haben. Kreisverkehr, zweite Ausfahrt nehmen. Machen wir doch. Nimm diese Ausfahrt. Wir bleiben aber einfach bei den 50. Aufgrund der Kurven, die jetzt noch kommen. War eine gute Wahl. Ich bleib einfach mal bei den 50. Müssen wir nicht unbedingt mal jetzt 80 rumfahren und die ganze Zeit wieder abbremsen. Halten wir jetzt zwar ein bisschen den Verkehr auf, aber it is what it is. Kreisverkehr, zweite Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Und fahre jetzt auch noch nach Ajaccio rein. Hier haben wir jetzt noch eine Schlafmöglichkeit, aber die benötigen wir nicht. Wir wollen ja nur unseren Ethan-Auflieger abholen. Wechseln wir mal
In einem Kreisverkehr. Für den Kreisverkehr. Bitte rechts halten. Aber natürlich, da sind wir auch gleich erste Ausfahrt nehmen. Bei unserer Ladestation. Nimm diese Ausfahrt. Demnächst rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Schön hier wieder mit dem. Okay. So wollte ich jetzt nur aufwendig anhalten. Eigentlich wollte ich. Demnächst rechts abbiegen. Dann tun wir einfach mal so und schauen uns den Zug an. Weil eigentlich wollte ich ja davor stehen bleiben. So wie es gehört. Wunderbar. Biege nach rechts ab. Endlich, wir sind da. Aber natürlich machen wir das. Na gut, wir fahren natürlich erstmal wieder zurück zur Fähre. Wir fahren wieder nach Porto Vecchio. Und dann geht's wieder von Marseille aus über die A55, die A7. Dann fahren wir die A7 wieder komplett hoch. Nach Saint-Alban-du-Rhon geht es dann wieder auf die A46 bei Lyon, die dann zur A43 wird, dann wechselt. Wir fahren auf die A43, die dann zur A41 wird. Dann sind wir eigentlich auch schon wieder auf der, auf der A1 bei Genf und fahren einfach die dann komplett durch an Bern vorbei. Nach Zürich und liefern ab. Aber erstmal haben wir den unentspannten Teil mit vielen Kurven. Biege nach links ab. Aber das ist halt das Schöne an Korsika, mal ein bisschen was Aufregendes zu erleben. Biege nach links ab. Weil vor allem, wenn jetzt dann ein anderer LKW von vorne kommt. Nimm diese Ausfahrt. Das wird dann sehr spaßig. Kreisverkehr, erste Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt.
Da muss ich jetzt gleich sehr lange und sehr oft aufpassen. War ja gerade schon auf der Hintour nicht ganz so unknapp. Nimm diese Ausfahrt. Das kriegen wir doch hin. Und die gerade unknapp bei uns. Ähnlich wie beim Kollegen vorne. Ja, das lohnt sich halt eigentlich wirklich nicht. Schneller zu fahren als 50. Weil einfach so häufig jetzt hier so viele Kurven sind. Ich kann gerade sowieso nicht schneller fahren, wegen den Kollegen von vorne. Jetzt kriegst du rein, ne? Jetzt, wo ich schon wieder Geschwindigkeit. Erst wo ich sogar selber schon runtergebremst habe und dann schon wieder ne, hier Entfernung verliere, so. Aber ist auch nicht verwunderlich, denn bei den ganzen Kurven, die wir hier haben. Das ist ja auch für die Technik schwer, da irgendwie, ne, Bums hier, Worte und so. War gerade ein bisschen abgelenkt Am Kreisverkehr von erste der Ausfahrt nehmen. Küstenlinie. Nimm Und ja. diese Ausfahrt. Zurück auf den Truck. Da kommen wir gerade her. Da hat er den LKW wieder gesehen, obwohl er schon eigentlich einmal am Verschwinden war hinter der Kurve. Spannend. Ach, es ist schon schön hier auf Korsika. Das kann man nicht anders sagen. Demnächst rechts abbiegen. Rechts abbiegen und dann rechts abbiegen. Ja, jetzt werden wir rechts abbiegen. In Wir einem gehen nach Rutsch. rechts ab.
Und dann geht's weiter Richtung Porto Vecchio. Demnächst rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Tanken muss ich nicht, das habe ich ja schon. Ist auch schon mal eine gute Sache. Es ist halt auch eine Landschaft hier, ne? Einfach nur schön. Auch mal machen, eine 50er Zone überholen mit 60, 70. Vor allem in der Kurve. Oh. Aber gut, kann man ihm nicht ganz so verübeln. Ne? Wir fahren ja auch nur 50. Jetzt kann man eigentlich immer wieder ein bisschen Gas geben. Jetzt haben wir gerade so ein bisschen wenig stark kurvenreiche Streckenabschnitte. Die nächsten kommen aber wieder. Jetzt können wir glaube ich wieder 60 fahren. Vielleicht bis hier. Jetzt könnten wir prinzipiell schneller fahren, aber da kommen wir schon die T-Kreuzung. Oder ist ein Kreisverkehr? Kreisverkehr, glaube ich. Sieht man noch nicht ganz. Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. War schon so gut wie bei der Fähre. Das ist ja jetzt echt nicht mehr weit. Der nächste Kreisverkehr.
am Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Wieder einer von den schönen Kreisverkehren. Nimm diese Ausfahrt. Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Und da wartet unser Schiff auf uns. Demnächst links abbiegen. Biege nach links ab. Auf nach Marseille. Stunden 59 Fahrzeit. Und wir sind, wenn ich mal einen Viewpunkt mit, wo wir gerade hier sind, und wir brauchen 10 Stunden 6. Es wird eine enge Kiste. Wollen wir mal los. Ja, der Greifer schon mal gelöst. Gelingt. Ja, 10 Stunden 6. Das könnte eine enge Kiste werden. Wir könnten es eventuell bis nach Marseille, ach, bis nach Zürich schaffen. Allerdings hängt das davon ab, wie gut wir jetzt hier zum einen rauskommen. Wie sehr wir aufgehalten werden mit diversen Ampeln, mit den ganzen Mautstellen, die wir in Frankreich haben, wie es an der Grenze ist. Also ich glaube, das könnte sein, dass wir dann bei Bern uns aufs Ohr hauen müssen. Aber das werden wir dann sehen, ob wir mit den 90, die wir gleich fahren dürfen, wenn wir auf der Autobahn sind, ob wir die dann am Kreisverkehr Zeit dann gut machen oder nicht. Nimm diese Ausfahrt. Das hängt alles dann davon ab und auch wie der Verkehr ist, ob wir ausgebremst werden durch den Verkehr.
Es ist ja nicht so, dass man automatisch das Licht aktiviert hat. Oder war das ein ETR, ein ATS? Ich glaube, es war hier. Oder sogar bei beiden. Ach ja, immer wieder dasselbe. Also der Haken bei automatisch das Licht ist aktiviert. Kann natürlich sein, dass man dafür irgendwie allgemein das Licht erstmal anhaben muss, damit das dann automatisch dass das automatisch sich dann so reguliert, aber ja. Immer geradeaus. Demnächst rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Kreisverkehr, zweite Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Aber natürlich geht's dann schon auf der Autobahn. Noch ein paar Mal ein bisschen Gas geben und abbremsen und dann sind wir auch am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Mit Full Speed dabei. Nimm diese Sieht nach Ausfahrt. Regen aus. Die 90, die lohnen sich ja noch nicht. Können bei 50 bleiben. Die hätten sich echt überhaupt nicht gelohnt. Also 0,0. War schon gut, dass ich bei den 50 geblieben bin. Dritte Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Und dann ab zur Maut. Auf nach Zürich. Wir haben schon mal jetzt ordentlich Zeit wieder verloren. Na, geht noch. Hast du ein bisschen gut gemacht, kann das sein? Ja, so sehr gut gemacht. Mal schauen, ob dem auch so bleibt. Oder ob das gerade nur Zufall war. Das wird Tag, naja. Ein
Bus überholen will, was mir nicht so gefällt, aber okay. Auf Richtung Lyon. Mir die auch der nächste Halt. Wie gesagt, mehr oder weniger. Denn wir halten ja nicht in Lyon, sondern es ist ja eher ein angepeiltes Zwischenziel. Mal schauen, wie schlecht der Tank aussieht, wenn wir dann in Zürich sind. Oder ja gesagt, wenn wir zwischen Genf und Zürich sind. Würde mich nicht wundern, wenn ich gezwungen bin, auch bei Bern dann bitte links halten. Auch bei Bern dann zwischen zu tanken. Gehen wir mal Safety First runter auf 70. Da wären wir nämlich nicht schneller als 80. Und haben noch einen Controllable Speed. Und jetzt, wo es bergauf geht, können wir dann wieder beschleunigen. Lohnt sich zwar nicht, weil die erste Maul auch schon wieder angekommen ist. Ja. Und so. Na. Also wir sind angekommen durch die Maut selber, aber. Wir halten uns mal links. Also mittig links. Und dann beschleunigen wir wieder. Da freue ich mich aber schon auf den letzten Abschnitt des Ganzen, wo wir dann wieder im neuen Bereich von Österreich sind. Bitte links halten. Nach Genf. Wenn wir an Bern vorbeifahren und wenn wir dann in Zürich sind. Ich würde mal sagen, wir halten sogar das Tempo. Also wir sollten das easy schaffen bis Zürich. Ja, wie gesagt, es sei denn, also es kann natürlich sein, dass wir jetzt durch die Alpen halt nochmal mächtig an Zeit verlieren. Das darf man ja nicht ausschließen. Wo wir bei ausschließen sind, ich sollte mal kurz mein Handy anschließen. 590 Kilometer noch bis Zürich.
Denn mit 500, ach 500 Kilometer genau, mit 5% kommt man nicht weit. Wenn das Ganze hier so ein bisschen abflacht mit den ganzen beiden Events, wo ich dann nicht mal täglich was raus versuche rauszubringen, werde ich dann, ich hoffe, in der Zeit das geschafft haben, neben dem Ganzen hier, dass ich da auch noch mal ein bisschen mehr Platz auf der Platte schaffe, weil ich wieder mit 50 GB arbeite, also mit 50 GB zur Verfügung arbeite. Ich werde das wahrscheinlich jetzt gleich noch machen, dass ich da ein bisschen, auch wenn ich eigentlich das eher in der Reihenfolge backuppen wollte, weil ich glaube, ich wurde übel das schon mal jetzt weiter was hochladen müssen. Einfach weil ich nicht weiterkomme sonst. Also ich würde behaupten, dass wenn der Ersatzrechner schnell rendern könnte, dann wäre ich, glaube ich, innerhalb von 2 Wochen, zumindest mit dem, was ich jetzt gerade habe, fertig. Dann hätte ich halt nur noch downloaden müssen, der anderen kam, und dann, weiß ich nicht, ich schätze mal, das wäre eine Arbeit von einem Monat oder so gewesen. Jetzt mit Rendern und dann halt zusätzlich backuppen, dass ich da ja auf dem aktuellen Stand bin. Wobei, weiß ich nicht, wenn ich 5 Videos am Tag Minimum schaffe runterzuladen. Also ich schaffe die dann halt nicht so schnell hochzuladen, wie ich sie unterlade. Also wahrscheinlich 5 Videos am Tag. Ist dann halt auch nicht viel. Bei 2 Monaten Rückstand. Oh Gott. Apropos Rückstand. Ah, da bin ich schon auch mehr als einen Monat dabei. Aber immerhin, ich hätte auf alle Fälle in 2 Wochen 36 Euro. Wäre ich dann zumindest so wieder so, dass ich wahrscheinlich so ungefähr 1 TB auf der Platte frei habe. Dann wäre das ja gar kein Problem, dann könnte ich einfach schon, sobald ich die Zeit habe und Lust habe und die, ja, vor allem die 3 Stunden oder so, die man dran sitzt, dann könnte ich halt schon wieder ein bisschen im Voraus Transport Fever, die Kampagne da beenden. Aber aktuell und Railway Empire 1. In Anführungszeichen. Allein bei Railway Empire sind es ja einige Sachen noch, die ich auf jeden Fall vorher beenden wollte, bevor ich mich an Railway Empire 2 setze. Ja, Genf ist auch schon ausgeschildert. Sehr schön. Haben die auch 70? Ne, wir haben 90, aber... Der da vorne will nicht 90. Na komm, wir müssen da eh wieder links rüber. Ne, müssen wir nicht. Dann gehen wir doch rechts rüber. Mm-hmm.
Railroad Corporation, da wollte ich mich auch noch ransetzen. Aber dafür habe ich einfach gerade keinen Platz auf der Platte. Rechts halten. Und dann und aufgrund der doppelten Events habe ich auch gerade null die Zeit, die anderen Sachen noch wegzurendern, weil es eigentlich den Tag mehr oder weniger so aussieht. Nimm die Ausfahrt rechts. Ausstehen, dann, keine Ahnung, frühstücken und dann setze ich mich an die Aufnahme für den nächsten Tag und dann, je nachdem, ob ich es jetzt schon geschafft habe oder nicht, muss ich noch das Video für denselben Tag rendern. Oder editieren und rendern. Heute habe ich es jetzt so gemacht, ich habe quasi das quasi noch beim Aufstehen, beim Wachwerden, beim Essen, Zähneputzen, whatnot, habe ich nebenbei editiert. Sodass ich jetzt gerade nur noch aufnehmen muss quasi. Und dann, wenn ich gleich fertig bin, kann ich mich dann ans Rendern setzen. Eventuell bekomme ich dann noch ein anderes Video gerendert danach. Also klar würde ich dann versuchen, heute noch das andere hier, was ich jetzt gerade aufnehme, zu editieren und zu rendern. Aber das wird die Zeit dann zeigen, ob ich das zeitlich hinbekomme. Eins bekomme ich nicht zeitlich hin, runter auf 30 zu gehen. Sag ich ja. Na super. Zum Glück noch nicht auf die Fracht. Ich glaube, ich muss eigentlich jetzt auch. Eigentlich komme ich nächsten Tag überhaupt nicht zum Rennen von den anderen Sachen. Eigentlich muss ich das im Prinzip schon heute machen. Weil. Wieder ein relativ interessantes Event. Also interessant, um Astraldiamanten zu farmen. Neverwinter ab morgen chartert. Also ab heute. Na, für mich ist gerade noch Mittwoch. Ab Donnerstag, also ab heute. Und genau das wäre mein Plan. Also weniger Zeit in. Keine Zeit fürs Rendern. Beziehungsweise weniger Zeit fürs Rendern. Oder Zeit fürs Rendern muss ich mir ja nehmen. Aber keine Zeit für andere Sachen. Kann natürlich sein, dass ich irgendwann gezwungen bin zu rendern. Aber ich werde auch nicht die Zeit wirklich haben für Ark, fällt mir gerade ein. Also ich werde nicht in Ark mehr oder weniger passiv rumsitzen können oder irgendwas tamen können. Ich werde dann eigentlich nur reingehen können, gucken, ob irgendwelche Breeds jetzt irgendwelche Mutationen da sind, die ich brauche. Und wenn sie das sind, dann Abfahrt quasi, also dann ja, bremst mal.
dann aktiv entweder Beeren oder Fleisch farmen, damit ich es aufzüchten kann oder aufgezüchtet wird, während ich noch nicht auf dem Server bin. Damit ich dann meine Mutationsreihe weiter fortsetzen kann. Aber das ist dann auch das höchste der Gefühle. Das meiste der Zeit muss ich dann in Neverwinter verbringen. Zum Farmen. Eigentlich müsste ich dann versuchen, heute noch möglichst weit zu kommen. Auch in Neverwinter auf der PS4, dass ich dann da deutlich mehr oder besser AFK rumstehen kann. Da kann man ja knapp 60 Minuten AFK rumstehen. Auf dem PC ja nur 10 Minuten. Beziehungsweise 50 Minuten auf der PS4. Nach 60 Minuten fliegt man am PC 10 bis 15. Schon bei der Grenze? Tatsache. Oh. Wunderbar. Bis auf das. Rechts halten. Und dann auswärts rechts nehmen. Ausfahrt rechts. Ja, bitte noch mehr unterbremsen, danke. Dann mache ich es halt. Hallo? Okay, darf ich fahren? I guess. Ich habe Angst. Wild? Dass es so schnell ging. Also ich muss das Event halt gerade wirklich stark mitnehmen, weil ich echt keine Kohle habe. Jetzt werden die Papiere geprüft. Ein paar Investitionen gemacht, die sich bisher noch nicht ausgezahlt haben, deswegen. Ja. Wir haben mächtig Zeit verloren.
80 nur. Nicht 90. Wir sind ja nicht mehr in Frankreich. So, dann wollen wir mal schauen, was uns hier so Schönes erwartet. Hier sind wir jetzt ja wieder auf kompletten neuen Pfaden. Auch schön. Deshalb wäre es ja schon hilfreich gerade mit diesem, wenn hier die Lane gehalten wird, allerdings nicht so wie es gemacht ist. Also wenn das so leichte Bewegungen sind, dann wäre das schon besser, aber so ist es halt wirklich, macht ja gar keinen Sinn. Ja, natürlich weiter in Richtung Bern. Wir halten uns erstmal Richtung Bern und dann geht's weiter nach Zürich. Runter auf 70, 60, 60, 80, nevermind. Ich gehe runter auf 70. Dann überholt mich der Bus vielleicht auch mal. Oder auch nicht. Er hat sich umentschieden. Zürich ausgeschildert, 200 Kilometer, glaube ich. Das ist wieder schlimm hier. Eigentlich seit Genf. Seitdem wir durch Genf durchgefahren sind, wieder übertrieben. Ja, schon mal versuchen, jetzt gleich kurz stehen zu bleiben und neu zu starten kurz. 3:51, ja, eine Stunde knapp wieder. Ja, komm, wenn wir da kommen, wir da leicht rauf und wieder runter. Ja, na ja, doch, ja, dann schalte ich mal ganz kurz neu.
Wo ich danach werden wahrscheinlich nochmal machen. Wo sind wir denn gerade? Da ist noch ein bisschen. Aber ist ja die Frage. Ich glaube, wir fahren nicht durch Bären durch. Wir fahren nur an Bären vorbei. Von daher fahre ich mal kurz hier raus. Schreibe mich kurz hin. Und start neu. Wenn ich raufkomme. Denn ich lenke und nichts passiert. Route neu berechnen. Immer geradeaus. Ist wahrscheinlich eher links gemustert, damit ich da irgendwie. Halten wir mal kurz hier, wir fahren ja mehr oder weniger gleich weiter. Fahrt vorsichtig. 190 Kilometer noch. Da war was nix 90, 80. Fällt gerade auf, ich muss eigentlich sogar noch viel mehr Level mit machen. Also ich muss noch 3 weitere Chars ein bisschen hoch pushen. Hab zwar nicht noch mehr Charakter-Slots frei, aber ich muss mich ja einiges auch gerade wieder aus dem Event vorbereiten, aus Summer Event, aus Summer Festival. Da würde ich ja dieses Jahr auch mal versuchen reinzugrinden. Ein bisschen vorbereite. Vielleicht in dieser Woche plane und dann eventuell auch schon anfangen umzusetzen. Die Planungen. Cool. Mit dem Wasserpark da. Bitte links halten. Ja, weiter Richtung Zürich, Basel und Interlaken. Wir sind bei Bern. Man merkt es kaum. Links halten. Ja. Bitte links halten. Ich gebe mir die größten Mühen, aber das kommt leider nicht alles so an, wie es soll. Hm, 80 weiterhin oder unter 70. Auflegerschaden, na klar. Sonst noch Wünsche?
Da waren es nur noch 81 Kilometer bis Zürich. Leichter gesagt als getan. Weiter links halten. Junge, 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 Junge. Das ist anstrengend wieder mit dem Decks. Ich kann es kaum erwarten, ich komme aber gerade noch nicht dazu, das alles vorzubereiten. Und den Rechner dementsprechend dann noch wegzubringen. Also, ja, das würde ich wahrscheinlich schon hinbekommen, aber ich würde halt vorher noch mal wissen. Ne, vorher noch mal kurz ein bisschen testen, die Blue Screens ausschreiben und dann. Aber ain't no time for that. Rechts halten. At the moment. Biege nach rechts ab. Richtung Flughafen. Wir sind ja schon mal Zürich. Bitte rechts halten. Okay, ist irrelevant, ob ich jetzt rechts oder links bleibe. Wir fahren jetzt einfach mal hier rechts entlang. Auch sehr cooler Tunnel. Sehr coole Tunneleinfahrt. Mit den Hölzern, mit der hölzernen Verkleidung. Wollen wir wahrscheinlich jetzt eher rechts halten. Sag ich ja. Doch eher links, also rechts links. Links halten und dann bleiben Sie immer geradeaus. Immer geradeaus. Immer geradeaus. Demnächst rechts abbiegen. Schön, schön, schön. Biege nach rechts ab.
links halten und dann links abbiegen. Biege nach links ab. Immer wieder schön, wenn es 5 Sekunden dauert, bis Gas gegeben wird. Ich lieb's. Aber dann sind wir jetzt ja schon gleich da. Und dann links in Zürich. Der eine soll. Biege nach links ab. Und dann sind wir auch wieder, ja gut, ich wollte gerade sagen, knapp unter 100.000, aber naja. Satz mit X und so, ne? Truck müsste ich zwar schon reparieren mittlerweile, weil wir über der 5% sind, aber noch keine Motorfehlfunktion, von daher passt das. Noch keine Motorkontrollleuchte. Dann warten wir da doch nochmal ein bisschen. Man hier vorne auch rausfahren kann, wahrscheinlich nicht. Ne, nee. Ist ja Güterzug und so. Dann, der Tag ist auch fast leer wieder, also drei Viertel leer. Dann laden wir mal ab. Und kassieren die Kohle. Ausgezeichnet. Naja. Not really on my end. Ethan von Ajaccio nach. Oder Ajaccio. Ja, nach von Ajaccio. Nach Zürich geliefert, Gefahrenstrecke 944 Kilometer, Dauer 1 Stunde 16 Minuten, war wahrscheinlich ein bisschen weniger, verbrauchter Kraftstoff 506,5 Liter, erledigte World Truck Aufträge in ETS 2, 208,38,276 Euro gab es dafür und 1394 Erfahrungspunkte. Dann gucken wir mal, wo hier der nächste mögliche Schlafplatz ist, denn wir brauchen einen. Und der nächstgelegene scheint in Zürich zu sein. Dann können wir uns ja eigentlich auch nochmal reparieren, wenn wir dann schon mal da sind. Na, 50 Minuten Fahrzeit. Ja, dann wird auch sehr schön eng. Das wird eine Punktlandung, es sei denn, ich flitze noch da jetzt hin. Was ich glaube ich machen muss und machen werde. Da einer auf Speedy Gonzales jetzt zu fahren. Biege nach rechts ab. Keine Zeit langsam zu fahren, wir müssen Zeit gut machen, um zumindest dafür eine Strafe zu bekommen und nicht irgendwie sonst welche Unfälle zu bauen. Und dann rechts abbiegen. Die kriegen halt keine Hilfe. Biege nach rechts ab. Aber das ist ja gerade nur gut gegangen. Ja, ich weiß, ich werde müde. Rechts halten.
Bevor uns hier aber noch fährt, fahren wir einfach über die 60 Strich. Und da wir jetzt auf der Bahn sind, können wir wieder Cruise Control rausnehmen, damit wir jetzt nicht irgendwie rechts halten und dann links halten. Rechts halten und dann links halten, okay. Links halten und dann Ausfahrt links nehmen. Nimm die Ausfahrt links. Ausfahrt rechts nehmen. Nimm die Ausfahrt rechts. Wunderbar. Was sagt die Zeit? 11 Minuten, 4 Minuten. Hat ja nochmal gepasst. Zum Glück nicht irgendwie geblitzt worden. Das wäre sehr teuer geworden jetzt. Halten und dann links abbiegen. Achso, du durfst nur 60 fahren, sehr schön. Biege nach links ab. Biege nach links ab. Wenn auch rechts pennen können, dann hätten wir auch direkt tanken können. Sie sind am Ziel angekommen und Ihre Routenführung ist damit abgeschlossen. Die Frage ist, legen wir uns hin nur oder reparieren wir uns auch? Und gucken wir einmal, wie teuer es wäre zu reparieren. Einfach spaßeshalber. Kommen, die 8000 nehmen wir mit. Dann gucken wir einfach mal spaßhalber. Also wir werden nicht bei 3 von noch was sein. Wir sind immer noch bei 2, weil wir halt, ne? Weil wir brauchen nicht schauen. Wir kommen halt von hier überall hin. Ich darf halt nur nicht nach Frankreich oder Italien. Ich weiß gar nicht, ob ich mir Frankreich aufgeschrieben habe. Ich glaube es. Ansonsten muss ich gleich nochmal gucken. Sprich, wir müssen uns hin. Wir haben noch ein bisschen was vor uns. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, ich sehe euch dann im nächsten Video wieder, entweder vom Cruising Nebraska Event oder vom Trade Connections Switzerland Event. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.